Und dieser Wolfgang Schäuble hat im August in der Neuen Westfälischen im letzten Jahr gesagt, wir können die Wirtschafts- und Finanzunion, die wir politisch bisher nicht zustande gebracht haben, jetzt durchsetzen. So, so denken diese Leute. So denken diese Leute. Sie nutzen Krisen. Sie nutzen Ängste der Menschen. Und wenn wir das beenden wollen, dann geht das nach meiner festen Überzeugung nur über die Einführung von Volksentscheiden. Denkt bitte drüber nach. Ich sag's euch ganz deutlich, 68% der Menschen in Deutschland, 68% der Menschen in Deutschland sind laut einer Studie für das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung dafür, dass die wichtigen Entscheidungen vom Volk entschieden werden, also von uns allen. Nicht nur die, die hier stehen, wirklich alle Menschen in Deutschland. Und nur 25% sind dafür, dass sie von Abgeordneten gemacht werden, von Ministern wie Jens Spahn, der durch Lobbyarbeit schon Geld verdient hat. Und ich will nicht wissen, es ist ja nicht die einzige Immobilie, die ihm gehört. Er hat einen Sternartikel. Und wenn wir das beenden wollen, wenn wir die Fremdbestimmung beenden wollen, wenn wir dabei auch die großen Konzerne aufs Korn nehmen wollen. Ich habe am Donnerstag in meinem YouTube-Kanal Silberjunge einen Beitrag über Amazon gebracht. Die zahlen für 100 Dollar Gewinn gerade mal 17 Dollar Steuern. Jeder Durchschnittsbürger in Deutschland zahlt mehr. Leute, wenn ihr dafür Sorge tragen wollt, dass die Konzerne endlich dort die Gewinne zu versteuern haben, wo sie erwirtschaftet werden, dann geht das nur mit Volksentscheiden. Wenn ihr die Impffreiheit zurückerlangen wollt, die wir schon durch das Masernschutzgesetz am 1. März 2020 verloren haben, dann geht das nur mit Volksentscheiden. Wenn ihr das Bargeld schützen wollt in unserem Land, dann geht das nur mit Volksentscheiden. Und auch da ein Spruch von Edward Snowden. Wenn man sagt, die Privatsphäre ist mir egal, ich habe nichts zu verbergen, dann ist das so, wie wenn man sagt, die Redefreiheit ist mir egal, ich habe nichts zu sagen. Ich habe etwas zu sagen und jeder von euch hat hier etwas zu sagen. Jeder von euch. Und deshalb ist meine Bitte an euch alle. Demonstrationen dürfen kein Selbstzweck sein. Wir brauchen ein einiges Ziel. Und ich biete euch das hier an und ich biete es morgen auch, wenn ich Markus Heinz wiedersehe, der war ja auch vor einer Woche noch in Freilassing dabei, das auch mal an der Stelle. Auch das war eine Schande der Mächtigen. Da waren tausende Menschen in Österreich letzten Samstag in Freilassing. Und tausende Menschen auf der deutschen Seite. Und wir standen auf der Mitte, ich bin da auf einem LKW, so ein Kleinlaster gestanden, habe mal nach Österreich gesprochen, mal nach Deutschland. Und in beiden Fällen standen jeweils vielleicht 100 Polizisten auf der österreichischen Seite und haben die Leute davon abgehalten, über die Brücke zu gehen. Und auf der deutschen Seite bot sich das gleiche Bild an. Da kamen Österreicher und Deutsche im Europa von heute zusammen, um gemeinsam für den Frieden und die Freiheit und die Selbstbestimmung der Menschen auf die Straße zu gehen. Und diese Mächtigen mit ihrer Arroganz haben nichts Besseres zu tun, als die Grenze selbst für Fußgänger zu schließen. Denkt alle drüber nach. Das ist eine Politik, die ich nur als eine Schande bezeichnen kann. Aber ich möchte ja heute von der Bühne gehen und fahre dann nach Hannover. Und ich flehe euch an, lasst uns in den nächsten Monaten gemeinsam alles daran setzen, eine Massenbewegung für Volksentscheide in diesem Land und in Europa auf den Weg zu bringen. Das muss das nach meinem Dafürhalten große einigende Ziel sein. Wenn wir wirklich etwas erreichen wollen, um die Fremdbestimmung und Täuschung, die auf uns einwirkt, nicht erst seit Monaten und Quartalen, sondern seit vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten. Wenn wir diese beenden wollen, wenn wir anknüpfen wollen an das, was im alten Athen 140 Jahre sehr erfolgreich praktiziert wurde, die Herrschaft der Menschen, dann lasst uns doch eine Aufbruchstimmung in diesem Land verbreiten, den Leuten Hoffnung machen. Und lasst uns vor allem den heute Herrschenden, die für die Fremdbestimmung verantwortlich sind, Angst machen. Sie sollen Angst haben vor uns Menschen. Und deshalb wird der Nana und der Markus Heinz und viele andere, ich habe auch mit Bodo telefoniert, lasst uns doch gemeinsam mit euch allen in den nächsten Wochen und Monaten Brücken bauen, damit wir die Spaltung überwinden können. Denn vergesst es nicht, Spalte und Herrsche ist das Herrschaftsprinzip der Mächtigen seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, wenn nicht gar seit Jahrtausenden. Und deshalb lasst mich schließen mit zwei Aussagen, die nicht von mir stammen. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Wer Gold hat, kann schweigen. Doch wer hat gewollt, dass du nach der Weise in mündigter Greise
nur heimlich und leise das Unrecht verfluchst. Denn schweigst du nur immer, wird alles nur schlimmer. Siehst nie einen Schimmer vom Recht, das du suchst. Denn für den, der nichts tut, der nur schweigt so wie du, kann die Welt, wie sie ist, auch so bleiben, wer schweigt, stimmt zu. Wir sind hierher gekommen, weil wir nicht schweigen. Und wir müssen unsere Mitmenschen begeistern für den Frieden und die Freiheit und die Wahrheit, die Selbstbestimmung der Menschen und nach meiner festen Überzeugung für Volksentscheide. Und lasst mich hier schließen mit den Worten von Karl Jaspers, gesprochen im Jahr 1958. Karl Jaspers sagte: Friede ist nur durch Freiheit, Freiheit nur durch Wahrheit möglich. Daher ist die Unwahrheit das eigentlich Böse, jeden Frieden vernichtende. Die Unwahrheit, von der Verschleierung bis zur blinden Lässigkeit, von der Lüge bis zur inneren Verlogenheit, von der, und jetzt bin ich aus dem Konzept, das ist nicht gelte, von der Gelassenheit bis zum doktrinären Wahrheitsfanatismus, von der Unwahrhaftigkeit des Einzelnen bis zur Unwahrhaftigkeit des öffentlichen Zustandes, gesprochen von Karl Jaspers. Es geht um Wahrhaftigkeit, meine Lieben. Wenn wir Friede und Freiheit und Wahrheit wollen, dann müssen wir wahrhaftig sein. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen Gottes Segen. Ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Verlauf dieser Demo. Schön, dass ich bei euch sein konnte. Und ich hoffe, wir sehen uns alle wieder. Alles Gute euch. Vielen Dank, Thorsten Schulze.